Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal eine Art Challenge, würde ich sagen. Und zwar versuchen wir einen ganzen Tag lang uns von geretteten Lebensmitteln zu ernähren. Das ist die Herausforderung. Schaffe ich es, 3 Mahlzeiten hinzukriegen mit geretteten Lebensmitteln? Vielleicht habt ihr hier und da das schon mal mitbekommen. Gibt es ja schon eine Weile, dass es so Apps gibt oder dass Geschäfte, Bäckereien, auch Supermärkte und so weiter Lebensmittel anbieten, die normalerweise auf den Müll landen würden. Das heißt, einerseits tut man was Gutes, da man die Lebensmittel rettet. Andererseits kann man auch noch was sparen. Und da bin ich sehr gespannt, denn wir sind eine 10-köpfige Familie. Und ich weiß nicht, ob das dann so einfach wird. Wir haben das nämlich schon öfters genutzt, und zwar die App Too Good To Go. Ich glaube, weiß nicht, ob es noch mehr Apps gibt. Das war mein Mann eigentlich, der die sich runtergeladen hat. Und der hat nämlich schon öfters mal Sachen so mitgebracht. Die Herausforderung ist einmal zu schauen, können wir es schaffen, uns einen ganzen Tag mit den geretteten Lebensmitteln zu ernähren, ob wir da satt werden und ich daraus 3 Mahlzeiten hinbekomme. Und die zweite Sache, wie sind die Lebensmittel? Sind die noch frisch? Sind die genießbar? Wie sieht das Ganze aus? Deswegen bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir haben schon die App. Ich gucke da immer ab und zu mal rein. Das Ding ist, man muss halt eben gucken. Und dann schauen wir immer, was es denn so gibt. Also er hat öfters von einem Bäcker Sachen geholt und da war immer richtig viel, richtig günstig. Deswegen fangen wir jetzt schon an am späten Nachmittag, denn man muss halt immer wieder da reingucken. Das ist so das Ding. Man muss immer wieder reingucken. Manche Sachen sind abends drin, ne, die dann abends abgeholt werden können. Und es gibt aber auch Sachen, die kann man morgens abholen. Deswegen fangen wir heute Abend sozusagen schon an, einen Teil abzuholen bzw. zu kaufen, damit wir schon für morgen, fürs Frühstück und so weiter Sachen bereit haben. Und dann schauen wir, was wir morgen eventuell dann noch holen. Also was ich hier sehe, wäre auf jeden Fall wieder der Bäcker. Hier Obst und Gemüse, Kühlprodukte. Genau, das war ja dieses Spar Global, da hatten wir auch schon mal. Ne, zum Beispiel eine Überraschungstüte, das ist dann Brot, Brötchen, Snack, süße Teilchen, Torten oder Kuchen. Ich schaue jetzt mal in Ruhe mit meinem Mann zusammen, was wir denn jetzt alles so finden. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr so etwas nutzt, ob es sich lohnt, ob ihr das regelmäßig macht, was ihr davon hält. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, da bin ich gespannt. Also wir haben jetzt zum Beispiel Kühlprodukte. Lassen sich überraschen, gemischten Angebot, Kühl- und Molkereiprodukten wie Milch, Frischkäse, Käse, Wurst oder vegane Alternativen. Okay, da müssen wir wieder bei der Wurst halt schauen. Alle Produkte sind noch haltbar und mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hatten wir jetzt auch gemerkt, ne, öfters war dann was. Das war dann so entweder kurz vorm Ablaufen. Ja, nee, immer kurz vorm Ablaufen, aber noch nicht abgelaufen, glaube ich. Aber wir kennen das ja, ne? Dass immer, wenn da so ein Datum steht mit Mindesthaltbarkeitsdatum, ist es ja immer nur eine Empfehlung, dass man garantiert, dass bis dahin das Produkt gut ist, aber sehr, sehr viele Produkte sind dann im Nachhinein immer noch gut, außer jetzt zum Beispiel jetzt so Brot und so, da muss man schon aufpassen. Edeka ist schon weg, ne? Weil das ist dann so, man reserviert das und dann ist es halt dieser bestimmte Zeitraum, wo man die Sachen abholt. Da ist dann oft auch die Sachen, die dann angeboten werden, schnell weg. Deswegen muss man jetzt regelmäßig gucken. Deswegen machen wir das jetzt im Laufe des Tages. Gucken wir in die App, was wir alles erwischen. Und dann, wie gesagt, holen wir ein paar Sachen ab. Und dann eventuell nochmal morgen. Und dann starten wir. Über die App hatte ich 3 Kisten bestellt. Und zwar eine Kiste mit Trockenware, eine Kiste mit Kühlprodukten und eine mit Gemüse. Die Kühl- und Trockenware war jeweils 8 Euro und die Obst-Gemüse-Kiste 9 Euro. Als wir da hingefahren sind, haben wir auch noch so eine schöne Blume entdeckt und die war nur 3 Euro. Da musste ich einfach nur in der App vorzeigen, dass ich die gekauft habe. Und das war's auch schon. Der Warenwert war, glaube ich, jeweils so um die 24 Euro. Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall, auf den ersten Blick war ich direkt super überrascht. Also sah alles sehr, sehr gut aus. Ja, also die Blumen für 3 Euro, normalerweise 14,99. Die sahen noch super frisch aus. Dann ein bisschen eingelegtes, ja, Dosengemüse. Dann Müsli, das war auch perfekt, denn die Kinder frühstücken morgens immer etwas Müsli vor der Schule. Barbecue-Soße, dann ein Hefeteig-Fertig-Mix, eine vegane Schokolade und ein Glas Kichererbsen. Sultanin waren dabei, ich habe auch immer geguckt aufs Datum und so. Eine Currypaste und Kapern waren dabei. Brot, das ist auch noch 2 Tage haltbar. Und so ein Müsli-Snack,
Actimel war dabei, das war auch nicht abgelaufen. Und 4 von Almette Frischkäse. Ich hatte da auch geguckt, aber keine Gelatine und so. Alles war vegetarisch oder vegan. Das war super. Ein Grillkäsetaler und sowas. Also da war zum Glück nichts dabei, was wir nicht hätten essen können. Jetzt, ne? Weil wenn da jetzt Wurst oder so dabei gewesen wäre, da achten wir halt auf Halal. Ein Schmelzkäse war dabei, sowas kaufe ich eigentlich nicht. Da ist mir zu viel Chemie drin. Eine Butter. Also war auch praktisch, ne? Also ich hätte auch daraus jetzt Brote schmieren können. Veganer Mozzarella und das war hier die ganze Obst- und Gemüsekiste mit Kiwi, Sellerie, Tomaten, Himbeeren waren dabei, ein Fenchel, ein Wirsing. Der war so der einzige, der so, naja, der Außenblätter waren schon so ein bisschen nicht mehr die frischesten, aber innen ist der bestimmt auch vollkommen in Ordnung. Chinakohl und ein Rettich. Da ist mir gleich eingefallen, ob ich nicht raus Kimchi mache. Denn Karotten waren auch mit dabei. Dann noch Zwiebeln, Kartoffeln, Paprika, Äpfel. Also eigentlich alles, was man so, ja, auch täglich benötigt. So. Einkauf ist da. Ich war ja noch bei dem Bäcker. Ich glaube, das wäre echt gar nicht nützlich gewesen, da 3 Tüten mitzunehmen. Warte, ich mache das mal runter. So, schauen wir mal, was wir vom Bäcker haben. Blümchen mache ich mal gleich in die Vase. Die sind aber wirklich wunderschön. Also, schaut mal, die sehen doch Bombe aus. Hier 3 Euro. So, also 3 Bäckertüten, 12 Euro. 4 Euro pro Tüte. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Also wie gesagt, jetzt war da auch in der Box Brot. Das heißt, hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Belegtes Brötchen mit Camembert. Noch ein belegtes Brötchen, ein Käsebrötchen. Schokobrötchen und Schokocroissant. Ist natürlich alles sehr praktisch morgen für die Brotdosen der Kinder. Weißkäse, Plunder, Laugen, Brezeln, sowas alles. Unterschiedliche, oh, das ist wirklich viel. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Noch mehr solche Milchbrötchensachen. Aber das kriegen die Kinder einmal zur Schule essen und einmal dann nach der Schule. Nochmal Brötchen belegte, noch mehr solche Laugen, Brezeln mit Weißkäse. Boah. Ich glaube, zwei Tüten hätten es auch getan. Ah, und hier noch Brötchen, Schrippen. Genau, eine ganze Tüte mit Brötchen und Schrippen. Was haben wir noch? Also, das ist mehr als genug. Hier jetzt auch noch Käsebrötchen, Laugenecke, noch ein Brötchen und eine Streuselschnecke und noch ein Schokobrötchen. Morgen mache ich da die Brotdosen schön voll. Muss ich kein Brot schmieren. Ah, und noch mehr Brötchen. Mohnbrötchen, Sesambrötchen. Noch mehr solche Sesamringe. Laugenstange sehe ich da. Käsestange. Wow. Das ist wirklich viel. Ja, und bei den anderen Sachen habt ihr gesehen, was ich jetzt am besten fand, war die Obst-Gemüsekiste, muss ich sagen. Also da ist jetzt wirklich viel. Und ich muss morgen nicht noch irgendwas holen. Also das reicht nicht nur für morgen, sondern auch noch für ein bisschen länger. Also, das heißt, morgen zum Frühstück haben die Kinder einmal ihr Müsli, das sie ja sonst auch immer essen. Das war ja mit dabei. Jetzt haben wir keine Milch. Also, die Kinder trinken auch Hafermilch oder Mandelmilch. Die ist jetzt nicht dabei. Gut, nehmen wir unsere, da schummeln wir jetzt ein bisschen. Dann eben für Brotdose oder für uns zum Frühstück das Ganze hier, das ganze Gebäck. Dann, wenn die aus der Schule kommen, können sie dann noch mal ein paar Sachen snacken, vielleicht von den eben süßen Sachen oder sowas. Ein bisschen Obst essen und zum Abendessen kochen wir dann was. Und ich denke auch, dass ich in der Zwischenzeit auch, wenn die Kinder in der Schule sind, dass ich diesen Chinakohl und den Rettich verarbeiten werde. Deswegen, ne, also da waren jetzt so Sachen, die ich selber nicht so kaufen würde. Also so dieses Actimel und so, gut, packe ich morgen den Kids in die Brotdose. Da freuen die sich darüber. Aber da sind halt immer so Sachen dabei, die würde ich selber jetzt nicht kaufen. Aber trotzdem auch Dinge, die ganz gut sind. Von daher, mein Favorite ist eher so diese Obst- und Gemüsekiste. Und für das Ganze jetzt, für das und dieses Ganze, also ihr seht, das ist eine ganze volle Tüte mit Obst, Gemüse,
Diese ganzen Sachen insgesamt waren das dann zusammengerechnet 38 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich werde alles Mögliche verarbeiten, kochen und dann schauen wir am Ende, was dann noch so übrig geblieben ist. So, guten Morgen. Wir starten mit den Brotdosen. Und zwar einmal dieses Actimel. Oh, yeah. Ja, verteilt sich schon von allein. Sowas kaufe ich eigentlich gar nicht. Sowas brauchen wir nicht. Das ist für mich, ich finde, das ist eine Süßigkeit, ne? Also das braucht kein Mensch. Ich wollte euch nur sagen, das ist haltbar bis 7.12. Also es sind nicht abgelaufen. Daran war jetzt nichts, was nicht in Ordnung ist. Aber wie gesagt, wir trinken ja unseren selbstgemachten Kefir. Da haben wir unsere aktiven Kulturen. Wir brauchen sowas nicht. Und wie gesagt, das mit Zucker und so, ich finde, das ist eher eine Süßigkeit. Hätte ich es nicht gekauft, aber klar, ab und zu schadet das jetzt nicht. Dann haben wir eben hier diese ganzen Gebäcke. Da habe ich euch auch gestern gar nicht gesagt, ne, wie frisch alles war. Also die Brötchen und so war alles super knackig. Ich habe jetzt extra die belegten Brötchen auch im Kühlschrank gelassen. Das sind ja so unterschiedliche mit unterschiedlichen Belegen. Da ist auch Salami und sowas dabei, aber das ist ein muslimischer Bäcker. Also da können wir die Sachen verzehren. Aber heute spare ich mir eben das Brote schmieren. Ich hätte eben nicht so viel kaufen müssen, weil ja auch bei der Trockenware gestern ja eben auch noch Brot mit dabei gewesen wäre, ne? Das ist ein schönes Brötchen mit Käse und einem Ei drinne, gebraten oder pochiert. Ich mache jetzt so, dass jeder ein bisschen was von irgendwas hat. Mache ich durcheinander? Ja, das sieht gut aus. So, wo ist jetzt so ein kleines Stück? Dann kriegt der das noch. Mit Camembert. Dann haben wir auch noch hier so eine Art Börek, würde ich sagen. Oder halt Teigtasche mit Schafskäse. Dann hatten wir Paprika mit dabei, also unterschiedliches Obst und Gemüse. Und I mean, die Paprika, die ist makellos. Also die hätte man ganz normal noch ein paar Tage lang verkaufen können. Die ist super knackig. Da ist nichts schlecht oder dass es schon zu weich ist oder so. Ne? Das ist sogar schon ganz oft im Laden. Da gibt es viele, wo man immer guckt, oh, nee, die ist schon zu weich. Also die sind super schön. Kann man nicht sagen. So, eigentlich wollte ich noch die Äpfel mit dazu geben, aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu voll hier. Merke ich gerade. Die gibt es dann nach der Schule. Hier haben wir noch solche, ja, was sind das? Müsli-Cubes, würde ich sagen. Und die sind auch noch bis, heute ist der 10., also noch 5 Tage haltbar. Die sind aber dann heute schon leer. Wie sieht das aus? Ach so, süß. Solche kleinen, ja, das passt ganz gut in die Brotbox hier mit rein. Das war's dann mit der Brotbox für heute. Ich war beim Sport und jetzt bin ich wieder da und wir legen los. Ich habe mir gedacht, damit es nicht ganz so langweilig ist, versuche ich aus den Dingen, die wir jetzt eben ja eingekauft und gerettet haben, was zu zaubern. Und witzig ist, dass hier dieser Chinakohl dabei war, denn vor kurzem haben wir extra mit Miriam dieses koreanische Chili-Pulver gekauft, weil wir wollten schon lange Kimchi machen. Schon lange. Und die ganze Zeit traue ich mich nicht ran. Und jetzt bin ich gerade so gezwungen, weil ich genau die Sachen da hatte. Also Chinakohl, ein Rettich, Karotten waren dabei, Zwiebel, Apfel. Wir schummeln jetzt ein bisschen. Ich könnte es auch so belassen, ein bisschen. Weil, das ist halt so, ne? Wie kann man sagen? Zählt man jetzt mit, dass man zum Beispiel so Grundsachen wie Öl, Knoblauch, Zwiebeln, Gewürze, das nicht mitzählt? Oder, ach, wir machen das nicht so streng, ne, heute. Aber ich werde das Abendessen eigentlich schon so machen, dass wir nur die Sachen benutzen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, weil ich sonst nichts anderes mit dem Chinakohl jetzt wüsste, was ich daraus noch so machen kann, dachte ich, wir machen dann einfach mal schnell eine kleine Runde Kimchi. Dafür brauchen wir eben Chinakohl, Rettich, Karotten, einen kleinen Apfel, eine Zwiebel, dann eben dieses koreanische...
Ist das koreanisch, ja? Koreanische Chili-Pulver. Ja, das ist nochmal so extra anders, keine Ahnung. Ja, dann schummeln wir, indem wir noch Lauchzwiebeln mit reingeben. Man würde auch ohne gehen, aber ich habe sie da zu Hause, deswegen kommt die auch noch mit rein. Dann ein bisschen Sojasauce. Man könnte auch Fischsoße machen, aber wir lassen es jetzt vegan. Wir haben auch keine Fischsoße da. Etwas Ingwer habe ich nämlich auch da. Und Knoblauch, den habe ich auch hier schon vorbereitet, geschält. Und das ist unsere aus unserem Garten. Ja, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Was ich als erstes machen werde... Einer der Katzen buddelt im Katzenklo, aber so richtig. Was suchst denn du da? So, als erstes werde ich diesen Chinakohl einmal waschen, gründlich. Dann werde ich den grob schneiden, also original, ne? Wer sich so auskennt mit Kimchi und so, original ist es ja so, dass man den wirklich so im Ganzen lässt. So einmal durchgeschnitten und dann so diese Paste, die wir dann gleich herstellen, dann in diese Schichten vom Kohl dann einmassiert. Wir machen aber eine ganz schlichte Variante. Dazu schneiden wir den einfach klein, ist einfacher. Ich werde jetzt hier einmal den Strunk entfernen. So, und dann wasche ich das jetzt auch einfacher. Ich rupfe das so jetzt auseinander. Und ihr seht auch, ne, der ist super frisch. Der Wirsing, da musste ich wirklich ein paar mehr Blätter außen weg machen. Der war jetzt nicht ganz so frisch, aber innen ist alles noch vollkommen in Ordnung. Und hier eben mache ich jetzt die Blätter auseinander, damit ich den schön waschen kann. Und wenn der gewaschen ist, dann schneiden wir den klein, salzen ihn, quetschen so ein bisschen. Und dann kann der erstmal eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit können wir uns nämlich um die anderen Sachen kümmern. Den Chinakohl schneide ich jetzt in so grobe Stücke, einfach einmal in der Mitte durch und dann solche Stückelchen. Das darf jetzt auch ruhig nass sein, dann haftet das Salz nämlich gleich besser. Bei Kimchi gibt es super viele unterschiedliche Rezepte. Also original würde man erstmal so eine Reispaste kochen. Das könnte ich auch machen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich wollte halt jetzt einmal so eine simple Variante ausprobieren. Deswegen mache ich das jetzt so. Aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal diese andere mit dieser Reispaste. Das ist es auch einfach nur Reismehl, einmal so aufgekocht wie so ein Pudding. Und dann kommen eigentlich so diese ganzen Gewürze und so weiter rein. Ich weiß nicht, was das jetzt für so einen Unterschied macht, aber wir machen es heute ohne. Ansonsten wäre es für mich kein Problem. Einfach, ich habe ja meine Mühle, ich kann meinen Reis einfach mahlen. Dann habe ich Reismehl da. Aber ja, falls ihr das vielleicht auch nachmachen wollt, ist das so die ganz einfache, schnelle Variante. Ich schreibe euch auf jeden Fall da auch nochmal die Zutaten, die ich verwendet habe, dann in die Infobox, falls ihr das nachmachen wollt. Wie das Ganze schmeckt, also man kann das auch direkt dann essen, wenn es schon fertig gemixt ist. Wir werden es dann natürlich abschmecken. Aber besser ist, wenn es jetzt so 5 bis 7 Tage, sagt man, fermentiert bei Raumtemperatur. Also in der Küche oder zum Beispiel dann im Keller. Ich denke, ich packe es in den Keller. Und danach ist es sozusagen verzehrfertig. Wir salzen das Ganze kräftig. Man kann das auch wieder mit, ne, pro Kilo Gemüse, ca. 20 Gramm Salz. Ich mache das jetzt hier so Augenmaß. Einfach mal 2 solche Löffelchen und dann sollte das auch reichen. Jetzt einfach mit den Händen schön das Salz einkneten. Ich überlege, ob ich es doch in die runde Schüssel hier reinmache. Ist es besser oder ist es nicht besser? Ja. Gut, wir machen es jetzt so, weil das Ganze jetzt schön kneten, das Salz so reinkneten. So wird die Struktur dann nochmal zerstört und der lässt dann Wasser. Ja, das geht besser hier in der Schüssel. Ne, also mit einem Kohl wird das jetzt so eine kleine Portion. Ich denke, das wird so ein großes Einmachglas, mittelgroß. Das reicht jetzt fürs erste Mal zum Probieren und so geht es dann halt auch natürlich schnell. Aber wenn uns das Rezept so gefällt, dann können wir nächstes Mal auf jeden Fall dann mehr machen. Lassen wir jetzt hier eine halbe Stunde oder Stunde einfach mal so ein bisschen stehen und in der Zeit schnippeln wir die restlichen Sachen. Die Karotten und den Rettich schneiden wir jetzt in so Stifte und auch hier
Also an diesem Gemüse ist nichts auszusetzen. Das ist super knackig, super frisch. Das wäre noch tagelang im Kühlschrank haltbar. So, die Kinder kommen jetzt auch gerade langsam aus der Schule. Dann kriegen die gleich ein bisschen Obst und von dem süßen Gebäck, was ich ja vom Bäcker geholt habe. Da ist ja so viel. Das war wirklich viel zu viel, was ich geholt habe. Aber wird natürlich aufgegessen. Für die Paste, die wir jetzt herstellen, benötigen wir einmal einen kleinen Apfel. Warte, ich mache das noch ein bisschen kleiner. Eine kleine Zwiebel. Knoblauch. So ein süßer kleiner Knoblauch aus unserem Garten. Und Ingwer. Wir machen jetzt nicht ganz so viel. Mögen jetzt nicht so viel Ingwer drin, wobei ich glaube, das ist schon ein bisschen viel, aber gut. Also erstmal Sojasauce. Wer mag, kann eben noch Fischsoße benutzen. Wir machen es jetzt ohne. Ich mache jetzt erstmal 2 Esslöffel Sojasauce. So, und jetzt pürieren wir erstmal. Nämlich so. So, ich mache jetzt erstmal so 2 Esslöffel und dann schmecke ich mal einmal ab, ob das reicht. Komm, machen wir ein bisschen, das war jetzt kein ganzer. So. Sieht gut aus. Mal ein bisschen abschmecken. Scharf! Oh, aber gut, warte. Ich muss ja überlegen, das Gemüse kommt noch dazu. Soll ich so essen? Soll ich die... Könnte man so essen, ne? Na warte, wenn wir das alles vermischt haben gleich, noch mal dann den Check-up. Dann, aber schön scharf, ne? Das reicht. 2 Esslöffel waren genug auf jeden Fall. Hier mache ich es schon mal rein. Wir müssen ja gleich noch den Chinakohl einmal ausbringen und noch mal auswaschen. Und dann abschmecken und dann eventuell noch mal Salz nachgeben, wenn es nötig ist. Schöne feste Paste. Schön rot auch. Also das ist wirklich ein schnelles Kimchi-Rezept. So, der Chinakohl, seht ihr? Schaut mal, wie viel Wasser der gelassen hat. Ne, der ist jetzt zerfallen, weicher geworden. Und den spülen wir jetzt einmal schön ab und drücken den auch richtig schön aus. So, am besten wir ziehen Handschuhe an. Sonst brennt vielleicht der Chili in den Händen. So, also das nächste Mal, wie gesagt, so sind, hat mir und Miriam schon mal der Geschmack sehr gut gefallen. Wenn uns das gefällt, machen wir nächste Mal auf jeden Fall mehr, weil ihr seht ja, dass der Chinakohl, der ist ja super zusammengefallen. Ich finde jetzt, das Verhältnis passt nicht ganz, weil eigentlich theoretisch würde von dem Karotten und von dem Rettich nicht so viel reinkommen. Aber es gibt ja auch dieses Rettich-Kimchi, wo man nur Rettich macht. Deswegen passt es trotzdem ganz gut. Aber das nächste Mal würde ich das mit 2 Chinakohl. Chinakohlen, China. Köln, China, was die Mehrzahl, 2 Chinakohl machen. Nee, bleibt trotzdem Chinakohl, ne? Kannst ja nicht Mehrzahl machen. Na nee, gut. So, also, wir vermischen das Ganze jetzt schön. Boah, ich habe ein gutes Gefühl. Das riecht schon mal sehr gut. Das könntet ihr theoretisch jetzt auch schon so essen, ne? Aber wenn es jetzt noch mal fermentiert, so, ne? 5 bis 7 Tage, dann entsteht ja noch mal ein anderer Geschmack. Deswegen, aber sehr schönes, schnelles Rezept. Also ich hatte mir ein paar unterschiedliche Rezepte eben angeguckt. Und dann habe ich mir so meinen eigenen Mix überlegt, wie ich das so für am einfachsten halte. Wie gesagt, manche Rezepte sind da noch mal komplizierter oder
Es gibt noch mal andere, da hauen die noch Paprika mit rein und noch andere Dinge, aber wir wollten das eben so wie das Kimchi, was wir so kennen. Dann probieren wir mal. Sehr gut. Sehr gut. Oh, meine Augen. Sehr gut. Aber vielleicht, weiß ich nicht mehr, vielleicht noch ein bisschen Salz. Ich gebe dir mal vom Kohl. Hier, probier davon. Ah, so gefällt mir das. Was sagst du? Gut so. Das schmeckt echt lecker. Das schmeckt wirklich lecker. Oh, könnte ich gleich aufessen hier. Das schmeckt wirklich sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Und ich finde, das sieht auch richtig gut aus. Beim Fermentieren ist es wichtig, dass ihr Gläser habt, die entweder so einen Bügelverschluss haben mit Gummi, weil hier kommt nämlich kein Sauerstoff mehr rein, aber die Gase, die beim Fermentieren entstehen, können trotzdem hier raus. Deswegen, Dankeschön, macht das Ganze auch nicht zu voll. Es könnte sein, dass das sogar rausblubbert. Ne, könnt ihr nochmal was drunter legen oder ihr nehmt so wie diese Gläser, hier die Weggläser mit einem Gummi. Hier ist das Gleiche, es wird dann zugemacht und hier ist genau das gleiche Prinzip. Ich mache jetzt mal erstmal in das hier rein. Mal gucken, wie viel. Beschwerungsstein könnt ihr reinmachen. Müsst ihr aber nicht. Ich glaube, das wird gar nicht nötig sein. Ich schau mal. Wichtig ist jetzt, dass wir danach, bevor wir es zumachen, hier den Rand und so alles nochmal schön sauber machen. Das ist jetzt das Einzige, was wir dann nochmal beachten sollten. Oh, Miriam ist auch die ganze Zeit begeistert. Sie nascht hier schon. So, jetzt beim Einfüllen. Das Einzige, was ihr da beachten solltet, ist, dass da so wenig Sauerstoff wie möglich drin ist. Also am besten könnt ihr auch mit der Hand drücken. Ich hatte mir extra vor ein paar Monaten hier so einen, ja, was ist das denn, so einen Stampfer bestellt. Ja, ich will nämlich auch demnächst Sauerkraut, wollte ich auch machen. Weil das essen wir auch sehr gerne. Da gibt es ja auch so ein polnisches Sauerkrautgericht zum Beispiel. Ja, kann man natürlich auch mit der Hand drücken, ne? Okay, ich glaube, ich mache das und ein kleines. Wie gesagt, nach 5 bis 7 Tagen könnt ihr das Ganze essen und danach einfach, wenn ihr das aufgemacht habt, im Kühlschrank weiter lagern. Und da ist es Monate haltbar. Also dem passiert da im Kühlschrank gar nichts. Aber da verhindert ihr, dass es weiter fermentiert. Da wird das sozusagen minimiert. So, ich nehme mal jetzt nochmal das kleinere. Mach da noch was rein, damit das so ein bisschen aufgeteilter ist. Ich mache es jetzt auch extra nicht so voll, damit da wirklich nicht so jetzt viel hochquillt. Fertig, jetzt machen wir hier schön den Rand sauber. Auch ruhig hier schön. Und so schnell habt ihr Kimchi gemacht. Oh, es schmeckt wirklich so lecker. Also man kann das wirklich direkt so essen. So, lass mal entweder hier in der Küche oder ich denke, wir machen es in den Keller. So einfach und schnell haben wir Kimchi gemacht. Also es ist doch nicht so kompliziert, wie wir dachten. Seht ihr, also es hat sich schon mal auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt kriegen die Kids einmal ein bisschen Obst und noch von dem Gebäck, was wir vom Bäcker geholt haben. Und dann fange ich auch schon an, das Abendessen zuzubereiten. Und dann gucke ich jetzt mal noch, was wir da alles haben und was ich daraus Schönes zaubern kann. Als Nachmittagsrunde gibt es jetzt das Gepäck. Davon gibt es noch mehr. Also ich habe es jetzt schon einmal für die Kinder vorbereitet. Falls das nicht reicht, da ist noch mehr. Also die werden satt. Das ist ja auch nicht etwas, womit wir uns täglich ernähren. Vor allem mit solchen ja, Weißmehlprodukten. Ne? Ihr wisst ja, ich stehe auf Vollkorn. Aber ab und zu ist eben nicht schlimm, ne? Und manchmal will man ja auch solches süßes Gebäck und da wäre das teuer, ne? Das alles zu kaufen. So haben wir ja gespart. Und es ist ja nicht schlecht. Es ist vom Vortag, es ist trotzdem noch gut. Einen kleinen Obstteller habe ich gemacht. Das ist auch das Obst, das in der Kiste war. Also Äpfel, Kiwi und die Himbeeren. Und ich mache noch, das ist der selbstgemachte Kefir. Das mixe ich gleich noch mit bisschen Banane und Zimt. Das trinken wir halt täglich. Das gehört immer zu der Runde. Das ist halt der selbstgemachte Kefir. Ist jetzt nichts, was mit dabei war. Aber ihr wisst, wir schummeln heute ein bisschen. Wir machen uns jetzt an das Abendessen und was ich eigentlich auch sehr gerne koche oder sehr oft mache, sind Eintöpfe. Jetzt gerade, wo wir auch in den Herbst reinfallen wieder, ist eigentlich sowas, so One-Pot-Gerichte, Eintöpfe, eigentlich das, was ich auch sehr, sehr gerne koche. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt einfach dieses ganze Gemüse hier verwende, um einen Eintopf zu machen. Es war ja auch hier diese Currypaste dabei, deswegen wird es jetzt auch so eine Art Curry. Nicht ganz, weil
Deswegen, ne, soll ich jetzt schummeln und noch eine Kokosmilch mit reinhauen oder nicht? Ne? Ich glaube, wir lassen es mal so. Was hauen wir denn rein? Das passt eigentlich nicht in einen Curry, so ein Wirsing. Überlege ich nicht. Ich muss da gucken. Ich werde erstmal Gemüse schnippeln. Dementsprechend gucken, wie groß die Portion sein wird. Aber sowas wie Sellerie, ne? Karotten gebe ich mit dazu. Zwiebeln haben wir hier, die kommen mit dazu. Kartoffeln, sehr gut, damit wir eine sättigende Beilage haben. Denn eigentlich würde ich ja dazu noch Reis machen. Ne? Ich muss ja hier 10 Personen satt kriegen, aber wir haben hier ganz gut Kartoffeln mit dabei. Ein Glas Kichererbsen. Schade, dass es nicht mehr ist, weil das haue ich auch eben. Ich mache es sehr, sehr gerne. Ich habe letztens sogar wieder so ein Kichererbsen mit Süßkartoffeln Curry gemacht und dann noch so Spinat noch dann am Ende mit reingehauen mit Kokosmilch und Currypass. Ach, das war sehr, sehr lecker. Guck mal, was wir noch alles damit reinhauen. Wir haben hier auch noch diese Spitzpaprika, die gelbe. Da mache ich davon auch noch was rein. Die ist auch also ganz normal in Ordnung. Da ist nichts dran auszusetzen. Dann Tomaten tue ich auch mit rein. Die sind auch schon so, die sind gut, aber die sind schon ein bisschen weich. Die kommen noch mit rein. Rote Paprika habe ich noch. Die kommt dann, weiß ich nicht, ob ich die weglasse oder mit reinmache. Oder ob ich habe noch überlegt, ob ich so einen Karotten-Fenchelsalat noch als Beilage mache. Könnte ich auch machen mit Fenchel und Karotte. Aber dann würde ich auch wieder noch andere Sachen noch mit reingeben. Dill und sowas. Ich gucke mal. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Tzatziki. Das kann man ja so als Klecks an die Seite noch dazu machen. Ne, müsste der jetzt mal aufgebraucht werden. Bis wann ist der noch haltbar? Ach, noch bis Ende des Monats, bis 24. Das können wir machen. Und was wir noch als Beilage, ich meine, wir haben jetzt nicht so wirklich eine Proteinquelle. Das Einzige sind die Kichererbsen, das ist ja ein bisschen wenig. Das war diese Brat- und Grilltaler. Davon haben wir ja zweimal Brat- und Grilltaler. Also hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war das noch mit anbraten und noch so da zur Seite legen. Oder das hier auch, ne? Grill- und Pfannkäse. Das ist jetzt so ein auch veganer Grillkäse. Also, dass ich die Sachen noch mit dazu brate. Ja, hier ist auch, das muss schon langsam, ist zwar noch ein bisschen haltbar, aber müsste langsam, genau. Also, gut, jetzt habe ich es. Wir machen ein Gemüse-Curry, nenne ich es jetzt mal, weil ich die Currypaste reinhauen werde. Dazu schnappe ich mir jetzt ein paar Kinder. Wir schnippeln jetzt das ganze Gemüse klein. Und wie ihr das auch sonst kennt, so wie ich immer koche, es wird einfach nur alles schön angebraten, schön gewürzt. Ich zeige euch dann, was ich alles reinhaue. Ansonsten, ja, das ganze Geschnippel braucht ihr jetzt, glaube ich, auch nicht sehen. Dann sehen wir uns wieder, wenn das ganze Gemüse im Topf ist und wenn ich das dann würze. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Ist ja auch mal was anderes. Ist ja auch mal so eine Herausforderung, ne? Mit den Sachen, die man da hat. Dann gucken, was man macht. Mache ich eigentlich immer, ne? Also bei mir ist es immer so, wenn ich so zum Ende nicht mehr weiß, was ich so kochen soll und ich habe noch viel Gemüse und sowas übrig, dann entstehen bei mir halt auch immer solche Gerichte. Von daher passt es ganz gut, aber halt sowas, so würde ich jetzt halt nicht so kombinieren mit diesen Sachen, sondern würde dann entweder noch Fleisch mit reinhauen oder eben mehr Kichererbsen, damit wir da noch mehr Proteine haben. Wir haben hier noch so einen veganen Mozzarella. Soll ich den mal auch machen, probieren? Ich bin so ein bisschen neugierig, wie der schmeckt. So ein veganer Mozzarella. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ob das schmeckt? Oh, der ist noch, noch haltbar. Mal aus Neugier. Bohne. Warte, ich glaube, das isst man nicht mit, ne? Ja, so vegane Ersatzprodukte mag ich ja jetzt auch nicht so unbedingt. Muss nicht sein, ne? Da ist jetzt... Oh doch, ein bisschen riecht es, aber das sind so, aus was besteht denn das? Hauptsächlich Mandeln, pflanzliches Fett, Shea Butter, Mandelprotein, native Stärke, Flohsamenschalen, Verdickungsmittel, Xanthan, Carrageen, Johannisbrotkernmehl, Meersalz, natürlich das Aroma, Milchsäure, Säure, Liquidat. Na, das sind immer so. Muss nicht sein. Ich bin da so eher für die natürliche Ernährung, aber wir probieren mal einfach so aus Interesse. Oh, doch, kann man machen. Hat jetzt nicht wirklich so einen Mozzarella-Geschmack, aber ist schon schön cremig. Ein bisschen Säure hat es. Und doch, ich hätte jetzt gedacht, das schmeckt eklig. Nö, kann man essen. Bin ich mal gespannt auf diesen Grill- und Pfannen-Genuss. Ist ja wie so ein Halloumi-Käse, ne? Sowas essen wir ja, Halloumi-Käse, aber hier. Ja, ist halt so, ne?
Methylcellulose. Das braucht kein Mensch. Ja, wir sehen aber auch das auf Mandelbasis. Okay, gut, let's go. Ich brate jetzt die Currypaste noch mit an. Ich guck mal, wie viel ich da reingebe. Ich glaube, ich muss alles reinmachen. Das ist eine große Portion. Gut, dass hier wenigstens die Kartoffeln dabei sind, weil sonst wäre das ein bisschen zu wenig. Aber es muss ja jetzt ein bisschen größerer Topf sein, da wir ja kein Reis dazu geben. Ich schummel ein bisschen. Ich habe noch ein Glas Kichererbsen mit dazu jetzt gegeben, weil das eine Glas war jetzt wirklich zu wenig. Und wir brauchen ja hier auch ein bisschen Proteine im Gericht. Und zwar haben wir hier einmal die Tomaten. Und dadurch, dass ich halt einfach Soße brauche, habe ich hier jetzt nochmal eine Dose gestückelte Tomaten. Weil ich, das ist halt so, sonst ist das ein bisschen zu langweilig. Das soll ja auch so ein bisschen mit Soße sein. Und Kokosmilch. Salz gebe ich auch schon mal dazu. Und später schmecke ich das Ganze nochmal ab, was da fehlt. Ob die Currypaste jetzt genug gewürzt hat oder ob da noch mehr rein muss, werden wir dann schauen. Ich lasse es aber jetzt erstmal vor sich hinschmoren. So, das Essen ist fertig. Ich hatte auch schon abgeschmeckt, also da die Currypaste hat wirklich schön Geschmack abgegeben. Sieht sehr gut aus. Jetzt machen wir uns mal einen Teller. Wie gesagt, also so die Kombination mit dem, ich habe vorhin die ganze Zeit Wirsing gesagt, ne? Spitzkohl. Mit dem Spitzkohl und Kichererbsen, diese Kombi hatte ich jetzt noch nie. Aber ich habe abgeschmeckt, das schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Dann können wir eben diesen Tzatziki da an die Seite packen. Sowas kaufe ich eigentlich ja auch nicht, das mache ich ja mal selber. Ne? Einfach schön mit Joghurt und Gurke und Knoblauch, kennt ihr ja ganz oft. Kann man jetzt, wenn man will, mit an die Seite packen. Ne? Und dann habe ich jetzt schon mal einen Teil von diesem Grillkäse gebraten. Gehen wir einfach mal mit dazu. Ist ja mal was anderes. Ne? Und so sieht das fertige Gericht mit den geretteten Lebensmitteln aus. Ich finde, das ist eher so ein Eintopf geworden als ein Curry. Aber wir machen gleich den Geschmackstest. Ich wollte euch noch mal zeigen, wie viel hier eigentlich noch übrig geblieben ist. Wir haben sogar noch eben Brötchen, die können wir morgen noch mal essen. Wir haben noch den Frischkäse, ne, die Sachen. Aber hier ist noch Äpfel, Fenchel, Paprika ist immer noch da, Zwiebeln, Karotten, Sellerie. Damit ihr einmal seht, dass das noch übrig geblieben ist. Jetzt machen wir einmal die Geschmacksprobe. Einmal hier dieser Grillkäse. Und der war jetzt vegetarisch. Es gab ja noch einen, der war vegan. Kann man essen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt dazu passt, aber ist okay. Und dann das Curry oder Eintopf. Also auch der Spitzkohl passt dazu. Wie gesagt, ich finde, das ist einfach ein leckerer, würziger, scharfer Gemüseeintopf. Dieser Tzatziki. Aber sowas habe ich noch nie gekauft. Ja. Muss jetzt nicht sein, ne? Ich bin eher das gewöhnt, was wir selber machen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lecker. Aber das kenne ich ja schon von mir. Egal, was für Gemüse ich reinhaue, es wird immer lecker. Also, ihr seht, das war viel. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Mein Favorite, wie ich schon gesagt habe, war auf jeden Fall die Obst- und Gemüsekiste. Die werden wir uns wahrscheinlich regelmäßig holen. Das fand ich gut, also für 9 Euro. Ich habe das ja nicht abgewogen, aber ihr habt gesehen, das war wirklich sehr, sehr viel. Bei den anderen Sachen muss man ja halt immer schauen, ne? Wenn man da jetzt nicht alles essen kann oder nicht alles mag, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Wenn man aber da die Möglichkeit hat, wir haben auch die Möglichkeit, mit unserem Nachbar zu tauschen. Der kauft nämlich auch regelmäßig die geretteten Lebensmittel. Deswegen haben wir schon öfters da auch mal Produkte untereinander auch getauscht. Aber ansonsten, finde ich, lohnt sich das. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder ob ihr auch regelmäßig das Ganze macht und so, ja, Geld spart. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Sagt mir auch sehr, sehr gerne Bescheid, falls ihr noch andere Videowünsche habt oder Ideen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr lässt ihm einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier seht ihr das letzte Video. Vergesst auch nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst, denn es gibt am Mittwoch schon ein neues Video. Also schaltet auf jeden Fall ein. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.